Bald ein Jahr ist es her, dass ich einen Aufschrei gemacht habe, brauche eure Hilfe für ein Problem mit der Funkbrücke, damit wir endlich das doofe RS485er Signal für unsere Smart Meter über Funk transportieren können. Freunde, man muss hartnäckig sein und eine gewisse Beharrlichkeit haben. Es waren ein paar nette Kommentare dabei, aber so wirklich geholfen haben sie mir nicht und auch die Firma eByte hat sich auch nie gemeldet. Ja, aber Freunde, ich kann euch heute quasi eine Premiere zeigen, dass da hinten mein Sohnemann gerade im Dai-Leiberl malen tut. Nein, Scherz am Rande, der Jakob darf natürlich, wenn der Papa filmt, nebenbei auch arbeiten. Aber dank dem Werner Hubauer habe ich eine Empfehlung bekommen, nimm doch die DTU, die E95er und alles ist gut. Danke für den Tipp, lieber Werner. Ja, leider hat es nicht out of the box geklappt. Was man da alles berücksichtigen muss, ist eine eigene Wissenschaft. Da kann ich nur, wenn ich jetzt eine gröbere Testserie gemacht habe, dann für exklusive Mitglieder ein Tutorial machen. Freunde, ihr habt es gesehen. Das Video ist 11 Monate alt und ich habe inzwischen unendlich viel Geld für Hardware und Bastelwastel und dergleichen ausgegeben. Und vieles liegt hier nicht auf dem Tisch. Von den vielen hunderten Stunden möchte man auch nicht quatschen, damit man autodidaktisch was zusammenbringt. Und was ist die Niederlage, liebe Freunde? Ja, es ist ein bisschen ein komplexes Thema. Es sind zwar ein, zwei Kleinigkeiten, die man berücksichtigen muss, aber ich bin gerade autodidaktisch da auf dem Weg der Besserung, damit ich das schon langsam ein Stückchen verstehe. Problem 1, entweder hassen uns die Chinesen oder sie mögen kein Englisch oder sind wir einfach doof. Das mitgelieferte Manual, was ja schon einmal Wahnsinn ist, dass überhaupt eins dabei ist. Ja, liebe Freunde, daraus kann man sich jetzt nicht wirklich viel Gedanken machen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, also mit diesem Manual wird man nicht wirklich großartig schlau. Dann ist hier auch die falsche Software, die was einem aufgedruckt wird. Ja, mit dem Link kommt man auf der chinesischen Homepage. Sprich, da hat man nur chinesische Schriftzeichen und man findet nirgends einen Ordner, dass man umschalten kann auf Englisch. Die Auto-Translation ist dann auch ein Schrott. Freunde, hier der Tipp von mir, gebt in Google den Suchbegriff ein, eByte English Homepage. Dann bekommt man eine brauchbare englische Homepage, dann tut man sich schon ein Stückchen leichter. Was ist bei eByte das Problem? Die haben unendlich viele Produkte und de facto keinen echten Support, was ich erleben durfte. Es steht zwar Live-Chat und dergleichen, aber wie es halt bei den chinesischen Freunden ist, entweder gehen sie davon aus, dass wir um Welten schlauer sind oder... Zweite Vermutung, sie hassen uns und sie sagen, die doofen Europäer mit ihrer Hochnäsigkeit, sie sollen dumm sterben. Scherz am Rande. Gewisser Sarkasmus gehört an den Tag gelegt. Problem, eByte hat einfach tausende Produkte, die was sich mit verschiedensten Kommunikationen auf Funk, auf Ethernet, auf LoRaWAN und dergleichen auseinandersetzen. Ich hatte gestern so eine wunderschöne Liste nur im Bereich der RS485er Funk. Geschichten, so eine Excel-Liste, ich finde sie heute nicht mehr, ein Wahnsinn, was eByte scheinbar kann und scheinbar funktionieren auch die Module, wenn man sie richtig settet. So, jetzt machen wir mal Step by Step, für diejenigen, die was das nicht ganz verstehen, ich habe hier erschwerte Testbedingungen, ich habe die Antenne da hinten im Stahlblechverteiler versteckt und auch die zweite Antenne habe ich hinterhalb in meinen speziellen Lagerraum versteckt, um einfach hier ein wenig Abminderung zu produzieren. Wir fahren jetzt da mit den Chint, mit den DTSU 666, mit dem Smart Meter, mit der RS485er rauf auf unseren E95er, den was man auch richtig parametrieren muss. Und man sieht dann auch, dass diese Lämpchen so toll leuchten. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, der funkt jetzt da hier rüber und diese Antenne habe ich in meinen Bunker versteckt. Und beim Sohnemann geht es inzwischen voran. Das heißt, ich habe die Antenne da hinten reingezogen, das ist eine Metalltür, da haben wir circa auf dieser Seite 15 bis 20 cm Beton, das ist ein Bunkerraum oder vielleicht sogar ein Stückchen mehr. Das heißt, hier oben ist meine Antenne versteckt und ihr seid jetzt gerade in meinem Tresorraum. Die einen Menschen haben Geld am Bankkonto und die anderen Menschen haben genug Happer-Happer für schlechte Zeiten. Scherz am Rande. Das ist mein Bunkerraum. Und das ist die Betonmauer. Ich glaube, die Abminderung ist einmal nicht so schlecht. Aktuell steuere ich mit dieser RS485er Bridge, also eine Brücke, den Afore, also mit dem Chint DTSU. Und bei Afore sieht man es wunderbar, wenn die Kommunikation nicht klappt, geht sofort ein Lämpchen auf Rot. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen.
Wir haben im Hintergrund einen Afore im Schirm. Schauen wir darauf, ob das geblinke. Ihr seht, eine Lampe ist weggegangen, nämlich die rote. Und da hinten beim Afore wird demnächst am Display, hab's schon gesehen, zoomen noch heran. Ihr seht es, es ist die Störung da. So, jetzt stecken wir das Ganze an. Also das funktioniert dann wunderbar schnell. Es ist nur schwierig, nebenbei zu filmen und dann den Stecker da reinzubekommen. Eine Hand ist einfach, machen wir mal Pause. Ich bin zwar gut gerade angesteckt. Wir haben jetzt wieder RX TX, die Lämpchen, und wenn wir zurückschauen zum Afore, so schnell konnte ich gar nicht draufhalten. Also der Afore geht da relativ schnell. Wir sind wieder zweimal im grünen Bereich. Das heißt, hier ist alles gut, und dass das Smart Meter auch funktioniert, können wir jetzt kontrollieren hier mit den Messdaten. Von der Grid-Seite, ihr seht, der geht wunderbar schön, und dass der rauf und runter regelt, das ist auch den Afore geschuldet, für diejenigen, die was mit Afore schon gearbeitet haben, weil das Display hier ziemlich schnell auf und nieder springt. Aber man hat es gesehen, er macht eine Ausregelung. Dass wir mit dieser Lösung natürlich nicht so gut sind wie mit den Stromwandlern und eine gewisse Latenz haben über den Funk, plus noch die Datenrate mit 9600 Baud, die was hier eingestellt ist, das muss uns alles bewusst sein. Telefonhörer habe ich jetzt blöderweise vorher nicht geschaut, habe ich jetzt hier bei diesem Zähler keinen gesehen. Ich war einmal der Meinung, beim Chint, wenn die Kommunikation klappt, hat man den Telefonhörer drauf, wie es beim DAI Hybrid der Fall, nicht beim DAI, beim e-tron der Fall ist. Wir erinnern uns noch auf den e-tron auf dem STM630 Modbus V2, da kommt nochmal der Telefonhörer. Den habe ich jetzt noch nicht getestet, und mit DAI Equipment habe ich das Ganze auch nicht getestet. Diese Maschine ist leider defekt. Die gehört mir nicht, das ist ein Garantiefall. Ich habe die mal raufgehängt in der Hoffnung, dass ein bisschen was funktioniert an der Maschine. Leider komplett Display tot. Ich habe nämlich hier jetzt an dieser Stelle aktuell ja keine DAI-Inverter hängen. Die sind ja zu meinen Brudern im Container gewandert. Aber Fakt ist, mit dem Chint auf Afore klappt das einmal. Es ist im Großen und Ganzen kein Hexenwerk, aber das Tutorial gibt es dann nur für die Exklusivmitglieder, wenn ich dann auch dementsprechend mich selber trainiert habe. Ich muss da ein Stückchen Zeit nehmen. Ich bin jetzt nicht keiner, der sich daran bereichern möchte, aber liebe Freunde, ihr wisst es, was da Zeit und Energie drin steckt und Bastelwastel und dergleichen. Und ja, auch die Affiliate-Umsätze bei Amazon sind leider auch ein Stückchen eingeknickt, und man muss auch ein Stückchen selbst schauen, dass man da nicht untergeht. Man muss aber wissen, dass hier kein Lämpchen leuchten darf. Da unten ist ein Mode-Schalter. Es ist auch ein Stückchen schwer zum herausfinden, was für Mode ist was. Klar, wenn man dann endlich ein User Manual auf Englisch gefunden hat, ist man ein Stückchen schlauer, aber das benötigt alles seine Zeit. Das ist einfach schade, dass dieses Stück Papier ja im Prinzip für einen Hugo ist, leider, weil man sich darunter sechs den Modes nicht wirklich was vorstellen können kann. Natürlich, mein Chinesisch ist ein Stückchen eingerostet an dieser Stelle, aber so ist es einmal. Dann, bis man mal weiß, was die richtige Konfigurationssoftware ist, ja, dann den Tipp gebe ich euch noch, der R90 RF Setting Version 1.9, das ist die richtige Kommunikationsgeschichte. Klar, du brauchst dann noch einen USB auf RS485er Wandler, sowas brauchst du auch. Idealerweise hast du zwei Stück davon, damit du das dann auch auf dem Computer testen kannst, weil wenn du dann mit einem anderen Programm, das heißt nämlich Access Port, das musst du dann zweimal öffnen, und du brauchst dann natürlich auf deinen Rechner zwei USB-Schnittstellen, damit du mit den Funkgeräten das Ganze ausprobieren kannst. Es ist schon alles ein gewisser Aufwand. Man muss das einmal gemacht haben, dann schaut es einfach aus, aber auf St. YouTube, wenn man den Begriff E95 E-Byte eingibt, findet man außer doofe Werbevideos leider gar nichts Gescheites. Da steht zwar Setting Parameter und das Ganze. Ihr seht, ich habe die ganzen Videos angeschaut. Am Ende der Tag war dieser Kollege hier da ein Stückchen mit diesen komischen Schriftzeichen, wo ich mir ein Stückchen was ableiten konnte. Ihr seht, das Video hat auch eine gewisse Zeit, habe ich mir natürlich auch reingezogen. Also ich habe mir alles reingezogen, da steckt dann richtig viel Zeit drin. Aber Freunde, es ist auf YouTube nicht ein einziges brauchbares Video zu finden, das dann einen weiterhilft. Leider, so ist es. Entweder bin ich zu blöde, aber scheinbar bei meinem letzten Video mit 3259 Aufrufe auch nicht viel das Gescheitste hergekommen ist, kann ich scheinbar dann nicht ganz so doof sein. Ja, aber diese Software ist nicht ganz unwichtig. Man muss dann in der Parität diverse Veränderungen vornehmen, hat aber wieder mit den Stromzählern zu tun. Das heißt, man muss auch die Dokumentationen von den ganzen Stromzählern lesen und dergleichen. Ich habe dann andere Adressen vergeben, schon die gleichen Adressen. Das ist ein Tipp von mir an dieser Stelle. Beide Geräte müssen die gleichen Adressen haben.
Aber die Nulladresse hat spannenderweise nicht geklappt. Und mit der Parität, ich habe da autodidaktisch dann durchgetüftelt und dann auch die User Manuals von den ganzen Smart Meter gelesen und das eine oder andere ein Stückchen besser verstanden. Und was man jetzt gerade hier nicht sieht, da ist danach in der Software da unten ein Button, den was man den Inhalt nicht liest, was er macht. Das heißt, mit Copyright ist der Button überschrieben. Alles eine wirklich doofe Geschichte an dieser Stelle, aber Freunde, ich habe es zum Laufen gebracht. Theoretisch sollte es auch mit Neastron funktionieren. Habe ich noch nicht getestet. Ich probiere jetzt einmal den Chint mit dem DAI zu verbinden. Ich habe ja draußen den 24-voltigen DAI, weil der Inverter braucht ja ein Netz, damit der dann keine Zicken macht. Ich hoffe, es gelingt mir. Wenn das der Fall ist, gibt es dazu ein Video. Sonst da werde ich auf Chint wechseln. Also ich hoffe sowieso, dass ich mit Chint jetzt mit dem DAI das Ganze zum Laufen bringe. Weil wie gesagt, ich habe hier dahinter eine Betonmauer, dahinter ein Stahlblech gearbeitet. Das System soll, gebe ich, bis zu 3 Kilometer weit im freien Feld funktionieren. Also ich hoffe wenigstens, dass wir intern in einem Gebäude ein, zwei Mauern durchschreiten können, weil meistens sind ja die E-Werksteile im Keller montiert und im Erdgeschoss oder im Nebengebäude die Wechselrichter. Mein Bruder natürlich ist ein Riesenprojekt, haben richtige Strecken, super Testbedingungen. Aber dementsprechend für euch einmal ein Update. Falls mit dem Eastron oder jetzt mit dem DAI, mit dem Chint funktioniert, mache ich auf alle Fälle gleich das nächste Video. Hier mal ein kleines Update für euch. Wie gesagt, ich werde das noch ein bisschen trainieren und testen und schauen, dass ich es wirklich in die Perfektion treibe. Aber das Tutorial ist dann definitiv nur für Mitgliederlevel exklusiv und mehr zu haben. Weil Freunde, ihr seht selber, was da unendlich viele Stunden drauf gehen. Es hilft da keine Sau und es ist unendlich mühselig. Ja, klar, es sind ein paar Klicks. Aber Freunde, ich habe die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen und scheinbar anhand den doch sehr tollen Kommentaren ist es dann immer sehr überschaubar. Und auch B, ich habe geschaut, ich hätte gerne fertige RS485er Funkbrücken gekauft, aber selbst da findest du im Internet nicht einmal gescheit Anbieter. Und wenn dann ein Anbieter ist, dann geht das gleich mal rauf, 700, 800 Euro. Das nur testweise zum Ausgeben, das vielleicht funktioniert, war mir dann ein Stückchen zu heiße Ware. Diese ganzen Bauteile, wenn man sie Augen mal bieten zusammenrechnet, Antenne, Netzteil und unten sind wir bei Hardwarekosten auf gut 120 Euro. Ich hau euch die Links rein an dieser Stelle im Video. Aber also die Hardware kostet kein Vermögen. E-Byte ist scheinbar eine Koryphäe in dem, was sie tut. Aber die ganze Dokumentation ist hier eine einzige Katastrophe. So, das Video wurde zu lang. Ich möchte die Testserie weiterbringen, damit, wenn das hier jetzt funktioniert, ich das dann gleich bei meinem Bruder unten einbauen kann, weil da haben wir super geniale Testbedingungen in Form von der Distanz. Bis dahin, euer Timmy. Tschüss. Baba.